Wir haben uns versteckt und sind zurück bei Hidden Agenda. Und jetzt kann's eng werden. Was zur Hölle? Keine Antwort? Erste andere Szene? Nur die Tür hat sich geöffnet. Mehr ist nicht passiert. Schön, Sie wiederzusehen, Daniela. Der Festnahme widersetzt? Oh, oh. Sie stecken in Schwierigkeiten. Lecken Sie mich. Und hallo? Finn hat ausgepackt. Wir wissen, dass Sie 2012 keine Geisel waren. Daniela, Sie haben Fehler gemacht. Aber Sie sind ein Opfer. Und Ihre Schwester? Tut mir leid, was Sie durchmachen mussten. Das System hat versagt. Das machte Sie wütend. Sie wollten sich rächen. Hat Adam Jones versprochen, das zu tun? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Doch, wissen Sie. Und das macht Sie zur Komplizin. Sieht nicht gut aus für Sie, aber wenn Sie uns helfen, helfen wir Ihnen. Klar. Er hat sich das ausgedacht. Er hat es den Schweinen gezeigt, die mir und Izzy wehtaten. Aber keine Ahnung, wo er jetzt ist. Sie haben ihn seit der Festnahme nicht gesehen? Nur einmal. Er hat mich nicht erkannt. Er sah ganz anders aus, aber ich habe ihn erkannt. Sein unheimlicher Blick ist unverkennbar. Selbst herausgeputzt. Herausgeputzt? Keine Ahnung, er ist Polizeiarzt oder sowas. Detective Nelson, ich muss Sie sprechen. Wir sind gerade beschäftigt. Jetzt. Sie bleiben hier. Polizeiarzt. Jemand wurde entführt. Richter Wenstone. Ein Zeuge sagt, Becky Money hat ihn entführt. Und jetzt deuten alle Versuche auf Becky. Und was ist jetzt mit unserer Staatsanwältin? Ich war zu langsam. Wird sie noch überlebt haben? Ist sie jetzt in den Fängen des Killers? Hat sie sich noch verstecken können vielleicht? Becky Money im Elliott Hotel. 8 Stunden seit Finns Flucht. Wir sind nicht gefesselt, aber da schreit doch irgendjemand. Wurden betäubt, wurden entführt, irgendwohin verschleppt. Irgendwas tut in der Nähe. Was zum Teufel? Rampfalle, alter Schwede. Richter Wenstone? Oh, fuck! Oh mein Gott! Oh Gott! Der hat eine Bombe im Bauch. Was? Oh Gott. Was hat sie mit mir gemacht? Was hat sie in mich reingesteckt, verdammt? Okay. Wer ist sie? Sie? Was? Es war... Wer ist sie? Es war eine Frau. Eine verdammte Hure. Was hat sie getan? Sie hat dir eine Bombe in den Bauch gesteckt, Mann. Was macht der Kopf-Detective Marnie? Sie suchen nach ihm. Sie wissen alles. Dass sie alle getötet haben. Es gibt keinen Kopf. Sie sind der Trapper, Becky. Okay. Wir sind aggressiv. Wer sind Sie? Wieso tun Sie das? Simon. Ich weiß, Sie sind es, Simon. Adam. Ich weiß alles. Beeindruckend. Tut mir fast leid, dass niemand erfahren wird, was für ein guter Detective Sie sind. Wie Sie sehen, befindet sich ein kleiner Pulsmesser an Richter Vanstones Arm. Er ist synchronisiert mit einem Handy, das ich chirurgisch in seinen Magen implantiert habe. Das Handy ist nur der Timer. Aber jeder seiner Herzschläge zieht eine Sekunde ab. Je schneller
sein Herz schlägt, desto schneller die Uhr. Möchten Sie einen Tipp abgeben, was passiert, wenn der Timer die Null erreicht? Game over. Für alles und jeden in einem 30 Meter Radius etwa. Was höchstwahrscheinlich all die Polizisten mit einschließt, die in diesem Moment kommen, um sie zu verhaften. Manchmal ist Töten die einzige Option. Was? Sie können weglaufen, aber ich kann nicht versprechen, dass ich den Ballon nicht etwas früher platzen lasse. Und da drin ist genug Sprengstoff, um das ganze Stockwerk platt zu machen. Großer Gott! Ihre Waffe liegt nicht ohne Grund noch dort. Stoppt sein Herz. Stoppt den Timer. Es kann nicht Ihr Ernst sein. Das kann sein, was immer ich will. Sie können leben oder Sie können sterben. Es liegt bei Ihnen. Und die Uhr tickt. Oh Mann, wir sollen ihn also töten. Was hat er gesagt? Können Sie mich hier rausholen? Psychosituation. Wir bleiben natürlich. Wir bleiben auf jeden Fall. Fliehen macht ja auch keinen Sinn. Was hat er gesagt? Können Sie mich hier rausholen? Bitte! Das ist richtig krass hier einfach alles. Was für ein krasses Let's Play, Leute. Okay. Es muss eigentlich einen anderen Weg geben. Das kann nicht sein. Scheiße. Es muss doch noch einen anderen Weg geben, Mann. Nein, nein. Nein, wir tun es einfach nicht. Ich tue es einfach nicht. Bitte nicht. Nein. Fuck. Kann ich? Oh, ich kann nicht. Kann nicht. Oh, oh Gott. Oh Gott. Danke. Wir müssen was tun. Irgendwie entschärfen oder was auch immer. Sie müssen ganz ruhig bleiben, okay? Sehr, sehr, sehr ruhig. Was? Verstanden. Warum? Was ist los? Oh Gott. Ist das eine krasse Szene? Wir müssen ihm die Wahrheit sagen. Wieso in aller Welt? Psst. Bitte, bitte, bitte. Bleiben Sie ruhig. Ganz ruhig. Wenn der Timer abläuft, sind wir beide tot. Wie viel Zeit? Ja, wir lügen ihn mal lieber an, oder? Wir haben noch viel Zeit. Ja, wir haben noch viel Zeit. Wir haben noch jede Menge Zeit. Okay, also, lassen wir es dabei. Er muss ja ruhig bleiben irgendwie. Bleiben Sie ruhig. Dann finden wir einen Weg. Wenn Sie das Handy rausholen, kann es mir nichts tun, oder? Sie müssen es rausholen! Okay, wir operieren. Haben wir eh keine andere Wahl. Nein, bitte! Ich halte es nicht aus! Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Ja. Wir haben es geschafft. Boah, zum Glück. Oh Gott, ob der Kerl das überlebt hat, der Richter. Das war ja meine richtig krasse Spielsituation. Hochkarätig. Okay, wir rufen Felicity an. Ob die noch lebt, ist halt die Frage. Probieren wir es. Felicity Graves. Komm schon. Die wird nicht rangehen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, nimm ab! Scheiße. Sie ist wahrscheinlich wirklich geschnappt worden, oder? Sie kann nicht rangehen, aber vielleicht hat sie ja eine Möglichkeit. Ich wusste nicht genau, was passiert. Da ist sie. Hallo, Miss Graves. Okay, jetzt ist es handeln. Shit!
wir geschafft. Komm schon, das muss doch klappen. Sehr schön. Gut gemacht, Felicity. Ja. Komm schon. Schrank oder Fenster? Fenster, raus. Verdammt, alle abgeschlossen hier in dieser Hütte. Nein! Und das ist mit Felicity. Ich dachte, raus ist besser als im Schrank verstecken in dem Fall, aber wir sind wieder zurück in der Haut von Becky Marnie. Was hier abgeht, da kommt das SWAT-Team. Jetzt geht's richtig los, oder was? Aber Felicity ist noch nicht tot. Tom, hör mir zu. Ich habe eine Spur zu Simon. Ich gehe über die Feuerleiter. Bitte ruf sie zurück. Du musst mir vertrauen. Ich weiß von Simon. Ich halte das SWAT-Team so lang wie möglich auf. Jetzt geh! Okay, wenigstens wissen jetzt von Simon. All die SWAT-Boys sind trotzdem hinter uns her. Das bedeutet, so schnell wie möglich handeln und so schnell wie möglich jetzt hier raus und die Nummer erledigen. Boah. Was für eine Hölle. Trophäe erhalten, Komplize. Alter Schwede, das ist eine richtig, richtig krasse Session, eine richtig krasse Folge jetzt hier, muss ich sagen. Macht mega Spaß und ich hoffe euch genauso. Also ich muss schon sagen, von solchen Spielen würde ich mir mehr wünschen. Und bin auch gespannt auf diesen Multiplayer-Modus. Werde ich auf jeden Fall mal anzocken privat. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr da auch ein Video drüber sehen wollt. Nee. Der will die doch nicht etwa anzünden. Wir müssen schnell was unternehmen. Das kann jetzt nicht sein Ernst sein. Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben nicht viel Zeit, Mann. Renn! Er ist hier. Adam ist da drin. Na los, schnappen wir ihn. Wir müssen jetzt handeln. Nein. Nein, ich gehe allein. Sie wissen nicht, wozu er fähig ist. Sie sollen verschwinden! Okay, wenn ich schießen muss, muss ich schießen. Halt! Leute. Nicht bewegen! Keine Bewegung! Aber das Feuer könnte den Funken auslösen, der alles hier zum Brennen bringt. Sie der Schuss, oder? Vielleicht? Wenn dem das Feuerzeug dann hinfällt oder so? Okay. Wir sind verständnisvoll, oder? Was für eine miese Nummer jetzt hier. Okay. Simon? Sie haben, was Sie wollten, oder? Sie wissen nicht, was ich will. Sie wollten Rache an denen, die Sie quälten. Und Johnny? Er sollte dafür nie den Kopf hinhalten. Messer weg. Stellen Sie sich. Gestehen Sie, und das ist alles vorbei. Sie haben, was Sie wollten. Nein, Detective Marnie. Was wir wollten, war eine Zukunft. Wir hatten nie eine. Und dank Ihnen bleibt das so. Er ist entkommen, verdammt. Was war das denn? Halt! Halt! Halt, halt, nicht schießen! Diese verrückte Schlampe will mich umbringen! Simon, auf die Knie, los! Bitte, bitte, nehmt sie fest! Sie ist irre! Das ist Simon! Er lügt! Er ist der Trapper, er wollte mich töten! Auf den Boden. Jetzt! Ach du Scheiße! Oh Gott, oh Gott. Ich habe ihn. Sie haben das Recht zu schweigen.
Alles, was sie sagen kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet werden. Ja, Mann. Wir haben's geschafft. Wir haben ihn dingfest gemacht, Leute. Und ich glaube, das war ganz gut, so wie wir es gelöst haben. Fall abgeschlossen. Becky hatte kein gutes Alibi für die Nacht von Carrys Mord. Ja, wissen wir, ihr Partner weigerte sich, Becky High Finn bei der Flucht, damit er Adam finden konnte. Finn folgte Adam zu seiner neuen Adresse. Den hätten wir aber auch ohne Finn bekommen. Finn erzählte Becky, dass seine Geisel während seiner Festnahme mit ihm zusammengearbeitet hatte. Die Polizei befragte sie. Becky genehmigte sich in der Bar einen Drink. Sie erwachte in ein Hotelzimmer mit Richter Van Stone, der präpariert wurde, mit einer Bombe, verdammt. Becky lockte Simon in die Bar, damit Felicity bei ihm einbrechen konnte. Felicity fand Beweise dafür, dass Simon der Trapper ist. Felicity versteckte sich in Simons Keller. Simon bekam sie zu fassen. Okay. Dann will ich mal fortfahren. Mal gucken, was noch kommt. Vor einigen Stunden ist Richter William Vanstone aus seinem Haus im Osten der Stadt entführt worden. Er wurde bereits gerettet und erholt sich im Kreis seiner Familie. Detective Marnie floh vom Tatort und drang dann gewaltsam in das Haus von Simon Hillary ein, einem Gerichtsmediziner von der lokalen Polizei. Detective Becky Marnie hatte Simon Hillary mit dem Mord an Detective Jack Calvary in Verbindung gebracht. Simon Hillary, ein Gerichtsmediziner bei der lokalen Polizeidirektion, wurde verhaftet. Akten zufolge, die wir von einer anonymen Quelle bei der Polizei erhalten haben, war Detective Marnie an den berüchtigten Trapper-Morden im Jahr 2012 beteiligt, die bislang Jonathan Finn zugeschrieben wurden. Unbestätigten Berichten zufolge war möglicherweise Detective Becky Marnie an der Flucht des verurteilten Serienmörders Jonathan Finn beteiligt. Jonathan Finn wurde verhaftet und unterstützt unseren Berichten zufolge die Polizei bei ihren Ermittlungen. Es heißt, er habe bei der Identifizierung Hillarys als Verdächtigen eine Schlüsselrolle gespielt. Die Ermittlungsarbeiten dauern an. Soeben verlas Sergeant Riggs vor Vertretern der Presse eine kurze Erklärung. Na, das haben wir doch erfolgreich gelöst und alle sind zufrieden. Vor allem leben alle noch. Also ich weiß natürlich, jetzt gibt es natürlich noch verschiedene Wege. Vielleicht mache ich ja noch mal einen alternativen Weg, ein alternatives Ende. Unser gesamtes Revier ist Detective Marnie äußerst dankbar. Dank ihres Einsatzes konnte der Trapper endlich dingfest gemacht werden. Niemand verdächtigte Simon Hillary. Er hat uns alle getäuscht. Naja, nicht uns alle. Nicht meine Partnerin. Becky Marnie hat mich gerettet. Sie sollte einen verdammten Orden kriegen, wenn Sie mich fragen. Ich habe Ihnen schon alles gesagt, was ich weiß. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich wollte nicht, dass das passiert. Nichts wird mir meine Schwester zurückbringen. Kapieren Sie das? Können Sie mir sagen, was Sie in Simon Hillarys Haus gemacht haben? Ich habe nach der Wahrheit gesucht. Die Polizei nicht. Jemand musste das Richtige tun. Wollen Sie noch irgendetwas zu Adam Jones sagen? Ich bedauere nur, dass ich den Mistkerl nicht schon vor 5 Jahren geschnappt habe. Sagen Sie uns, Mr. Jones, warum taten Sie das? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Vom guten Herrn Jones. Das war's auf jeden Fall von Hidden Agenda und ich muss sagen, auch wenn das Spiel kurz ist, ist es auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles Game und es gibt natürlich auch noch diverse alternative Enden, diverse Lösungswege, wie man das angehen kann. Das verändert dementsprechend auch die Geschichte. Ich kann ja nochmal probieren, irgendwie einen anderen Weg zu gehen, wo ich dann probiere, andere Fragen zu beantworten oder so. Und vielleicht mache ich auch nochmal ein alternatives Ende. Vielleicht mache ich dazu eine Spezialfolge, irgendwie so ein alternatives Ende. Vielleicht, wo irgendwas schief geht oder ich weiß auch nicht genau. Mal rumprobieren. Auf jeden Fall war es das von
dieser Episode von Hidden Agenda. Und ich denke, da werde ich noch ein kleines Spezial machen. Wenn ihr denn Bock drauf habt, lasst mich doch einfach mal mit euren Daumen nach oben wissen, ob ihr da vielleicht noch ein anderes alternatives Ende sehen wollt. Alle werde ich wahrscheinlich nicht zeigen, weil da gibt es ja schon mehrere. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euer Feedback sowieso hinterlasst. Ich bedanke mich auf jeden Fall immer herzlich fürs Zuschauen, für den ganzen Support, für die vielen Abonnenten in der Community und die ganzen Geschichten drumherum, wenn man da irgendwie Kommentare liest und ihr mitfiebert und so. Das finde ich immer richtig, richtig cool und das macht einfach Spaß und Laune und motiviert mich wirklich. Also nochmal vielen, vielen Dank an dieser Stelle und ich muss sagen, ich fand das Spiel richtig, richtig cool. Ich muss sagen, die Grafik war atemberaubend. Es gab natürlich nicht viel Gameplay, ein bisschen mehr Gameplay wäre nicht schlecht gewesen, aber ich mag auch einfach diese interaktiven Filme und ich mag, muss auch da gar nicht unfassbar viele Shooter-Sequenzen drin haben, wenn die Story passt, denn wie bei so vielen Sachen ist die Story bei Story Games nun mal das Wichtigste. Und mir hat es richtig, richtig Laune gemacht. Kann ich wieder nur betonen. Vor allem die Sache mit der Bombe da im Bauch. Und boah, Alter, da ging mir schon richtig Muffensausen. War in wie in vielen anderen Spielen, die ich auch gespielt habe, wie Heavy Rain, wie Detroit Become Human, was ich spielen werde, wo ich gerade schon sagen wollte, was ich auch gezockt habe. Aber das war natürlich Beyond the Souls. Titel, die auch ähnlich sind. The Last of Us 2 wird natürlich auch kommen, freue ich mich auch sehr drauf. The Last of Us 1 findet ihr natürlich auch auf meinem Kanal. Also einfach mal meinen Channel abchecken, falls ihr auch ähnliche Spiele mögt. Einfach bei den Adventures gucken, da gibt es jede Menge. Und Until Dawn natürlich auch, was ich allerdings nicht richtig, zumindest als Let's Play durchgespielt hatte. Das müsste ich vielleicht sogar nochmal nachholen. Können wir mal schauen, weil ich damals Probleme mit der Aufnahme hatte, wurde dann nämlich ab Folge 5 nichts mehr aufgenommen und deswegen hatte ich da nur so ein paar Folgen rausgehauen. Aber vielleicht kann ich das ja auch nochmal nachholen. Muss ich mal gucken bei Zeiten, wenn ich wieder was mehr Luft habe. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen super, super schönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video, vielleicht einen kleinen Hidden Agenda Special oder eben bei einem anderen Video. Es wird auf jeden Fall noch viele, viele geben. Und es gibt ja auch viele. Einfach mal auf dem Kanal vorbeischauen. Vielen Dank und bis dahin. Thank you.